Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Videotutorial für die KiCad Version 8. In diesem Video möchte ich euch mal die KiCad Step-Up Workbench näher bringen. Ich habe hier mal ein Gehäuse gezeichnet mit vier solchen Füßen drin, mit entsprechenden Bohrlöchern, wo dann die Platine aufliegen soll und hier die Schrauben dann in dieses Bohrloch reinpassen sollen. Das habe ich also hier mal gezeichnet. Ich habe mir auch die KiCad Step-Up Workbench installiert. Die ist jetzt hier bei mir installiert. Hier über Werkzeuge Add-on Manager kann ich das entsprechend installieren. Über Bearbeiten, Einstellungen kann ich dann hier in der KiCad Step-Up Workbench einiges einstellen. Ich sollte hier unter anderem die 3D-Package-Ordner mal zufügen und kann hier noch Grid Origin, Light Green und so weiter verschiedene Einstellungen vornehmen. Wichtig ist in hier vor allen Dingen eben der Ordner zu den 3D-Bauelementen. Und das ist die wichtigste Einstellung. Und da fangen wir mal an. Ich habe also, wie gesagt, jetzt hier mein Gehäuse gezeichnet. Und wenn ich jetzt diese einzelnen Stufen meines Gehäuses hier mal ein- und ausblende, dann kann ich hier diesen Sketch anwählen, mit dem ich das zeichne. Ich gehe mal hier rauf. Das ist also der Sketch, das ist diese Bohrung, diese Tasche hier, die diese Aussparung für die Schraube ergibt. Und wenn ich hier mit der Leertaste, also wenn ich den anwähle und mit der Leertaste drauf gehe, dann sehen wir, wird das hier, na, vielleicht ein bisschen schlecht zu sehen, entsprechend angewählt oder ausgewählt. Und was wir jetzt brauchen, ist einmal den Sketch für den äußeren Ringen, also für dieses Pad. Dazu gehen wir mal hier oben drauf. Wir wählen den mal an. Dann sehen wir hier unten wird das also grün. Das ist dieser Sketch. Und wir brauchen den Sketch für diese Umrandung, für diese Tasche hier, wo ich aus dem Körper quasi diesen Hohlraum hier ausgespart habe. Den brauchen wir auch, damit wir also unsere Außenwandung von der Platine haben. So, gehen wir mal hier drauf, setzen uns das mal hier wieder schön sauber rein. Das ist dieses Pocket hier, gehen wir hier drauf und dann sagen wir mal, okay, ich habe jetzt diese beiden Sketche ausgewählt. Und jetzt gibt es hier in der KiCad Step-Up Workbench dieses sogenannte Merge Sketches. Das heißt, ich wähle mir diesen ersten Sketch an, halte die Steuerungstaste gedrückt, wähle mir den zweiten an. Ihr seht auch, wenn ich jetzt hier drauf gehe, werden die so hervorgehoben. Ja, wähle mir diese beiden an, dass sie ausgewählt sind und sage jetzt, pack mir das zusammen. Es entsteht jetzt hier ein neuer Sketch Nummer 4 in dem Fall und der liegt also jetzt hier oben auf der Plane und damit habe ich also meine wichtigsten Elemente eingefügt. Den wähle ich mir jetzt mal an und sage, ich möchte den hier rüber in den PCB, in den Leiterplatten-Editor rüberschieben. Das mache ich mit diesem Button. Dazu müssen wir aber vorher noch eine Einstellung machen. Und zwar gehen wir mal hier in den Leiterplatten-Editor. Ich habe das Projekt schon mal geöffnet. Und zwar gilt dazu Folgendes zu erwähnen. Der Rasterursprung liegt hier oben. Wenn wir jetzt also diesen Button drücken würden im FreeCAD, den ich gerade angesprochen habe, würde unsere Platine jetzt hier oben außen rundherum liegen auf dieser Ecke. Das wollen wir natürlich nicht haben. Die Platinenumrisse sollen ja hier möglichst mittig auf unserem Zeichenblatt liegen. Dazu müssen wir mal den Rasterursprung etwas verschieben. Und da gehen wir hier auf Hinzufügen und sagen hier Rasterursprung und setzen den mal hier rein. Achtet mal aufs Raster, das ändert sich gleich ein bisschen. Zack, dann wird das hier rüber gesetzt. Und wir haben jetzt also hier diesen Rasterursprung hier drin sitzen. Der sitzt also nicht mehr hier oben, sondern jetzt hier mittig. Da wird unsere Platine dann auch entsprechend hin positioniert. Ich kann das auch wieder hier rückgängig machen, dann würde der, wenn ich da drauf klicke, wieder hier oben sitzen. Wenn ich das gemacht habe, speichern wir und schließen dann den Leiterplatten-Editor. Wir müssen nach dem Push das entsprechend wieder neu laden, deswegen müssen wir schließen. Ich wähle dann hier im FreeCAD meinen Sketch aus und sage, schieb mir das Ding jetzt mal rüber. Jetzt wäre ich gefragt, auf welches Layer. Wir wollen das gleich auf das Layer Edge Cuts haben. Sagen okay und ich habe jetzt hier schon mal den Ordnerpfad geöffnet zu unserem Tutorial 1. Mache hier einen Doppelklick drauf, dann fragt er mich, ob ich die ersetzt haben möchte. Jetzt kommen hier noch ein paar Warnings und damit ist das Ganze hier schon nach drüben gesetzt. Und jetzt kann ich hier wieder ins KiCad
wechseln. Gehe hier auf meinen Leiterplatten-Editor. Er wird geöffnet und et voilà. Wir sehen, unsere Leiterplatte sitzt jetzt genau exakt hier mittig drin, wie ich das auf diesen Ursprung bezogen habe. So, jetzt muss ich natürlich noch ein bisschen aufpassen. Wir sehen ja jetzt, diese Außenumrandung hier ist exakt genau das, der Gehäuserand. Wir sind uns einig, dass die Platine sehr wahrscheinlich dann hier nicht reinpassen würde, weil so genau kann ich eine Platine nicht fertigen, beziehungsweise ein Gehäuse. Die würde also höchstwahrscheinlich hier drin klemmen. Deshalb gehen wir jetzt mal hier rein und machen Folgendes. Wir setzen diese einfach mal 1 mm hier nach innen, dass wir ein bisschen Luft außen rundherum zum Gehäuserand haben. Dazu stellen wir unser Raster ein, gehen hier auf 1 mm. Wählen jetzt hier mal unsere Ecke aus und wir haben jetzt also hier diesen Mittelpunkt von diesem Radius und schieben das einfach mal hier einen Punkt nach innen. Das heißt, wir haben jetzt 1 mm nach innen und nach unten ausgewählt. Ich wähle diesen Radius aus, setze den ebenfalls hier, also 1 nach innen. Das mache ich jetzt mit allen 4 Radien. Wähle mir dann die Linien aus und ziehe die ebenfalls hier auf diese Punkte. Wir sehen, sobald das einsnappt, entsteht hier so ein Ring um meinen Mauszeiger. Dann ist das also auch eingeschnappt hier, wieder verbunden. Na, komm her. Damit ist das Ganze hier entsprechend sauber wieder als Edge Cut verbunden. Das prüfen wir auch gleich mal. Wenn ich das jetzt hier nämlich auflasse, kann ich hier oben mal den DRC-Check laufen lassen und dann bringt er mir nämlich hier Fehler, dass der Umriss nicht geschlossen ist. Dann sehen wir das hier auch. Dann können wir das hier nochmal wieder anschließen. So, und lassen den DRC-Check nochmal laufen. Das sollten wir immer machen, bevor wir die Bauteile dann importieren. Wir sehen, jetzt sind die Fehler alle weg. Das heißt, unser Edge Cut ist geschlossen und ist jetzt rundrum 1 mm kleiner als der Gehäuserand von diesem Gehäuse. Jetzt gehen wir in unseren Schaltplan. Ich habe das hier schon mal vorbereitet. Ich habe hier 4 Mounting Holes, 4 Widerstände, habe das alles annotiert. Ich habe auch den ERC laufen lassen. Alles gut, alles passt. Ich habe die Footprints zugewiesen, also hier Mounting Hole 2,1 mm und die Resistoren auch. Sagen wir, okay, passt soweit alles. Und dann können wir hier die Taste F8 drücken. Jetzt wird das alles hier hineingefügt. Wir sagen Platine aktualisieren und ziehen uns mal das hier an die Seite hin. Die Widerstände lassen wir mal draußen. Die Mounting Holes ziehe ich mir mal hier mit Move rein und lege mir also diese Mounting Holes schon mal ungefähr dahin, wo sie hin sollen, nämlich hier zu unserem Edge Cut Kreisen, weil dieser Kreis gibt mir nämlich jetzt genau den Mittelpunkt, dieser Mittelpunkt von dem Kreis hier, dieser Mittelpunkt soll dann genau auf dem Mittelpunkt hier von der, oder das Mounting Hole, genau der Mittelpunkt vom Mounting Hole hier auf dem Mittelpunkt vom Edge Cut liegen, mit diesem Edge Cut Kreis. So, da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten oder im Wesentlichen 2 Möglichkeiten. Ich kann jetzt hier hergehen, sagen, move mir das hier rein. Wir sehen, das passt jetzt hier nicht so ganz genau. Ich lege das nochmal ab. Da müsste ich meinen Raster mal umschalten auf 0,5 mm. Jetzt gehe ich wieder hier drauf, sage mit M, Taste M, move hier rüber, lege das rein und lege jetzt mein Mounting Hole hier sauber exakt ab, dass hier genau rundrum ein gleicher Abstand entsteht. Anschließend muss ich hier diesen Kreis Edge Cut, den wollen wir ja nicht ausfräsen, der ist ja nur in dem Fall hier als Hilfe gedacht, um das Mounting Hole zu positionieren, anwählen und mit Entfernen auslöschen. Haben wir die erste Möglichkeit. Die alternative Möglichkeit ist, ich gehe hier drauf, wähle mir den Kreis an, sage die Taste E. Hier erhalte ich also jetzt meine Koordinaten, nämlich 192 zu 132,5. Sage jetzt abbrechen, gehe hier auf dieses Element,
wähle mir entsprechend das Bounding Hole aus, sage hier Taste E und gebe jetzt hier mal die Werte ein. 192 zu 132,5 waren es, glaube ich. Ich nochmal drauf gehen, zack, und dann sitzt das hier auch passend drin. Ich kann nochmal vergleichen, gehe, wähle hier nochmal den Edge Cut an, Taste E, genau. Ja, also X und Y Koordinaten von unserem Edge Cut Kreis kann ich eben hier mit der Taste E hier über in X und Y übertragen und damit mein Mounting Hole genauso exakt platzieren. Liegen jetzt beide Mittelpunkte hier exakt übereinander. Dann tun wir gleich diesen Edge Cut Aussparung rausnehmen und wieder löschen. Hier zeige ich es nochmal mit dem normalen Platzieren. Gehen wir hier rein, rechte anderen auswählen, löschen. Machen wir hier genauso. Gehen wir hier nochmal drauf. Hier zeige ich es nochmal mit den Koordinaten, also 107 zu 67,5. Gehen wir hier drauf. 107 zu 67,5. Enter. Und dann sitzt das ganz exakt drin. Auch hier wählen wir diesen Edge Cut raus, dass der nicht ausgefräst wird. Das wollen wir ja nicht. Wir haben jetzt also unsere Mounting Holes exakt positioniert. Abschließend empfehle ich, damit jetzt hier nichts mehr verrutschen kann, weder von den Edge Cuts noch von den Mounting Holes, das jetzt hier zu markieren und also alles auszuwählen. Wir haben jetzt ja den Edge Cut und die Mounting Holes und zu sagen, wir sperren das Ganze mal. Damit wird das hier so ein bisschen rot hinterlegt und ich kann das jetzt hier nicht mehr so ohne weiteres bewegen. Ja, wenn ich jetzt also hier drauf gehe, Taste M drücke, kommt hier diese Fehlermeldung. Ich könnte natürlich jetzt schon sperren, ignorieren, dann könnte ich es trotzdem bewegen, aber das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja nicht versehentlich hier unsere Mounting Holes verschieben. Die sollen ja da bleiben, wo sie sind. Und jetzt legen wir hier unsere Bauelemente rein, platzieren die dann, können die dann booten. Und können dann unsere Platine wieder zurück ins Gehäuse ziehen. Das machen wir dann im nächsten Video. Danke für die Aufmerksamkeit.